Hallo ihr Lieben, heute sind die Fische dran, die Fische, die Krebse und die Skorpione. Es sind diejenigen, die unter dem Sternzeichen des Wassers stehen. Das Wasser ist natürlich gefühlvoll, es ist empathisch. Ihr wisst es genau, das Wasser in der Spiritualität ist nichts anderes. Es ist auch vorsichtig, zurückhaltend. Also die sind keine Sternzeichen, die so vorbrechen. Ich würde einfach mal sagen, ich lege für euch das Orakel für den Juli 2022. Es ist so, dass der 1. bis 3. Juli Freitag bis Sonntag sind. Auf Freitag bis Sonntag fällt. Ich weiß auch nicht, was ich heute erzähle hier. Also, ich nehme diese 3 Tage mit in die erste Woche. Und zwar lege ich dann für 4 Wochen eine Neunerlegung. Also jeweils eine Neunerlegung. Und der 1. bis 3. ist in der ersten Woche dabei. Ich hoffe, ich habe es jetzt ganz klar ausgedrückt. Wenn nicht, ihr Lieben, ihr werdet es sehen. Ich lege einfach mal los. Und ich bitte die Engel und die geistige Welt darum, dass sie eine Karte rausfallen lässt oder zwei, weil dann weiß ich genau, dass der Stapel so liegt, wie er liegen soll und ich die Karten von dort nehmen kann. Das ist die erste Woche, die zweite mache ich anders und das ist die dritte und die vierte Woche nehme ich auch ein anderes Kartendeck. Und zwar genau, ich werde mal ganz kurz vorstellen, mit welchen Karten ich lege. Das ist einmal von Kerstin Bergmann, die Epic Light Lenormand Karten, die 36 Karten und die 36 Zusatzkarten. Dann ist es das Licht- und Schattentarot von Angelina Schulze Verlag. Ich muss immer wieder reinschauen. Dann habe ich aus dem Königswucht Orania Verlag einmal die Kipperkarten, 36 Orakelspielkarten, dann die Tarotkarten von A.A. Wade und von Giro Marchetti, auch aus dem Königswucht Orania Verlag, einmal die Kipperkarten und das Gilded Reverie Lenormand. Ihr müsst wissen, dass wenn ich so viele Kartenlegungen mache, beziehungsweise ich tauche ja, wenn jemand zu mir kommt, in seine Energie ein und lege mit der Energie des Gegenüber die Karten beziehungsweise trenne auch die Schnüre. Und das kann ich mir nicht alles merken. Ich will mir das auch nicht merken, weil ich sehe das, was du siehst und ich höre das, was du siehst. Ich fühle das, was du fühlst und zwar jemals gefühlt hast, aber auch die Zukunft sehe ich auch und fühle ich auch. Und das ist auch nicht immer schön. Deswegen, sobald ich aus deiner Energie rausgehe, habe ich das in der Regel wieder vergessen. Wenn du mich also am nächsten Tag darauf ansprichst oder 2 Tage später, dann weiß ich nichts mehr von dieser Legung. Insofern ist es immer sehr hilfreich, wenn ich ein Bild habe oder eine Videoaufzeichnung, dass ich dann nochmal drauf schauen kann. Und dann kommt es vielleicht auch wieder schnell, aber das muss auch nicht sein. So, und das ist nicht nur in diesen Legungen so oder in dem, was ich eben spirituell mache, sondern das ist immer so. Ich habe damit gelernt zu leben. Ich habe mittlerweile meine Richtung gefunden, wie ich damit umgehe, dass ich mir zum Beispiel immer einen Einkaufszettel schreibe und den fotografiere ich ab, weil ich lasse den Einkaufszettel natürlich auch liegen. Ja, liebe Leute, so geht mir das, aber es geht mir gut damit und wie gesagt, ich kann mich wirklich damit, ich habe mich damit arrangiert, ich mache das jetzt schon so viele Jahre. Und jetzt, ihr Lieben, lasst bitte eine rausfallen, damit ich weiß, dass der Kartenstapel, Dankeschön, so ist, wie er liegen soll. Das ist die 2. Woche und das ist die 4. Woche. Die unteren Karten, die lege ich immer ganz individuell und ganz spontan. Jetzt ist es zum Beispiel dieser Stapel, das ist beim nächsten Mal wieder woanders. Manchmal lasse ich die Karten liegen, manchmal nehme ich sie weg. Ich gehe da wirklich sehr intuitiv vor.
Wir haben die oberste Linie, die oberste Reihe, das ist das, was ich schon ausgelegt habe, das ist die Reihe der Wahrnehmung. Dankeschön. Das hier ist die Reihe des Herzens, der Herzenergie, das, was das Herz fühlt, aber auch, was das Herz sieht. Das ist natürlich auch immer anders als das, was die Wahrnehmung sagt. So, jetzt noch zweimal Kipperkrachten. Dankeschön. Das ist wie rausfallen. Also wenn Sie einmal sich umdrehen, dann ist das auch ein Problem. Und dann zum Schluss diese Kipperkrachten. Dankeschön, die kam aber geflogen, habt ihr das gesehen? Wenn euch das mit dem Mischen zu lange dauert, dann spult einfach vor. So, wir sind aber jetzt auch schon fertig. Es sieht wie immer ein bisschen chaotisch aus. Ich lege es mal wieder ein bisschen ordentlicher hin. Das ist die Karte, die rausgefallen ist. Die ist auf diesen Stapel gefallen und auf diesen. Deswegen bleibt der so liegen. Und diese Karte ist der Aufstieg, wollte unbedingt auf diesen Stapel. So, wir fangen an mit der ersten Woche. Ich möchte noch sagen, wenn ich mich verspreche, wenn ich mal von dem Montag rede oder von dem Dienstag, dann ist das gewollt. Es ist nicht mein Ego, was hier spricht, sondern ich bin praktisch das Medium der Engel. Und wenn die Engel meinen, ich soll der Montag sagen, statt die erste Woche, dann ist das auch so. Und jetzt sprechen wir aber von der ersten Woche und das, was hier drunter ist, ist das Thema der ersten Woche. Und hier haben wir die Zusammenkunft. Und die Zusammenkunft ist ganz klar das Treffen. Das muss nicht nur mit diesen zwei Personen sein, das können auch viele Personen sein. Eine Party, jawohl, bei Partys bin ich dabei. Das Buch, der Turm und die weibliche Hauptperson, das kann auch, wir haben hier eine allgemeine Legung, das kann auch die männliche Hauptperson sein. Ich spreche immer von einer Frau, die auf einen Mann schaut und ich bitte euch, das so zu machen, dass es für euch passt. Hier haben wir die Hohepriesterin, das ist eine von drei Schutzkarten, in dem Tarot und das ist hier mit der mittleren Karte auch die zentrale Karte dieser kleinen Neunerlegung. Dann haben wir das Gefängnis. Wir haben unverhofftes Geld und den guten Herrn. Was mir sofort auffällt, ist, dass wir hier die Dame haben und den guten Herrn und die Königin der Kelche. Kann auch der König der Kelche sein. Hier ist Gefühl. Die Kelchkarten sind die Gefühlskarten zwischen den beiden. Und ich spüre auch ganz deutlich, dass es hier nicht um die Königin geht. Hier geht es um die Kelche. Hier geht es um die hohe, wie soll ich das sagen, um die hohe Energie der Kelche, die eine Königin oder ein König mit sich bringt. Und das zwischen der Dame und dem guten Herrn. Eine Neunerlegung ist so aufgebaut. Hier oben ist, wie gesagt, die Wahrnehmung, das ist die Herzebene, das ist das Endergebnis. Links ist die Vergangenheit, in der Mitte ist die Gegenwart und rechts ist die Zukunft. Das heißt im nächsten Schritt. Und bei mir ist die Zukunft in der Neunerlegung in der Regel der nächste Schritt, es sei denn, ich sage was anderes. Hier ist es also wirklich der nächste Schritt. Und zwar kommen der gute Herr und die Dame in. Und hier haben wir den Aufstieg drunter liegen. Und der Aufstieg, das gilt für alle beide. Hier gehen alle beide, ich will fast sagen, in den emotionalen Aufstieg. In der ersten Juliwoche. Ihr lieben Wasserzeichen, das ist für euch gedacht und das ist fantastisch. Die hohe Priesterin in der Gegenwart. Hier haben wir das unverhoffte Geld und hier haben wir der Turm. Und der Turm steht hier für das Höhere. Er steht weder für Trennung, noch steht er für die Selbstständigkeit. Das ist alles, diese ganzen klassischen Bedeutungen, die der Turm mit sich bringt, die greifen hier nicht. Hier steht es für das Höhere. Und vielleicht ist es die höhere Zusammenkunft, vielleicht ist es das höhere, das empathische, der empathische oder der gefühlsmäßige Aufstieg. Und das ist beschützt.
Das unverhoffte Geld, das ist die Fülle. Und hier geht es um das unverhoffte Geld. Das heißt wirklich, schaut euch an, dieser Herr hat die Hand in der Tasche. Das heißt, du gehst hin und nimmst einen Mantel oder eine Jacke von, weiß ich nicht, letzter Saison und packst in die Tasche und hast einen Zehner in der Hand. Es geht hier nicht um das große Geld, ganz klar. Es geht um das Unverhoffte, um die unverhoffte Fülle. Und die unverhoffte Fülle ist eben die, die du vorher nicht für möglich gehalten hast, die du vorher nicht hast kommen sehen. Ich gehe rückwärts in dieser Woche, aber es soll wohl so sein. Hier haben wir die Vergangenheit. Hier ist das Buch noch geschlossen. Die offene Seite ist aber Richtung Turm, also Richtung dem Höheren. Die vier der Kelche, das ist die klassische Motzkarte. Du hast schon drei Kelche hier unten stehen und dann wird dir von oben noch ein vierter gereicht. Und du bist aber mit diesen dreien schon unzufrieden und sagst dann, wieso soll ich denn jetzt noch einen vierten kriegen? Und jetzt kommt die Warnung. Und die Warnung habe ich, glaube ich, bei den anderen auch ausgesprochen. Schau es dir trotzdem an. Nimm die drei Kelche in Dankbarkeit an. Und sei einfach froh, dass du schon drei Kelche hast. Sei nicht motzig, dass es drei sind, die du nicht möchtest. Vielleicht kommt hier etwas auf dich zu. Von außen, von oben. Was du dir gewünscht hast, aber nicht so vorgestellt hast. Aber ich sage dir eins, es holt dich aus deinem Gefängnis raus. Und hier geht es um das innere Gefängnis. Um das Gefängnis, worin du dich selbst reinbuxiert hast. Hier geht es nicht um das äußere Gefängnis, ganz bestimmt nicht. Es geht um das gedankliche Gefängnis oder vielleicht ist dein Herz im Gefängnis. Und in dieser ersten Woche wirst du die Möglichkeit haben, beschützt hast du die Möglichkeit, im nächsten Schritt aus diesem Gefängnis rauszukommen und ganz leicht, mit Leichtigkeit. Und ich fühle, wie du diese Treppen hier hochspringst. Wisst ihr noch, wie Rocky die Treppen hochgesprungen ist? Und genauso sehe ich dich hier mit Leichtigkeit wirklich, oh, da fällt sie runter. Mit Leichtigkeit einfach diese Treppen holen und du stehst da oben wie Rocky und du bist stolz darauf, dass du es geschafft hast. Aber du stehst nicht alleine da. Du hast jemanden an deiner Seite. Das ist sehr schön. Es ist eine sehr schöne Energie. Oh, Entschuldigung, irgendwie habe ich es mit der Kamera. Wir schauen mal rein. Was ist hier in diesem ganzen Monat Juli auf der Wahrnehmungsebene wichtig für dich? Da haben wir den Blumenstrauß und wir haben die positive Veränderung. Und hier geht es, dass es verkehrt herum liegt, heißt nicht, dass es nicht in die positive Veränderung geht. Ich denke, dass es schon in der positiven Veränderung ist und dass dieser Blumenstrauß schon da ist. Dass du den schon in deiner Vase stehen hast zu Hause. Interessant. Es kann auch sein, dass an diesem Blumenstrauß das offene Buch hängt, weil sie hat ja das offene Buch in der Hand. Dann haben wir auf der Herzebene, und auch die Karte ist verkehrt herum, das könnt ihr sehen, das große Glück, das ist ja wohl der Hammer. Und dann haben wir zwei Karten, die in Schräglage sind. Da habe ich zuerst das Ass der Münzen und dann die Wunscherfüllung, die Neun der Münzen. Die Neun der Münzen ist immer die Wunscherfüllung in Verbindung mit dem Ass der Münzen. Das ist wirklich der Hammer überhaupt. Asse sind immer die Chancen. Chancen etwas, bei den Stäben ist es etwas umzusetzen. Bei den Schwertern ist es die Chance, einen Gedanken der dich kalt erwischt, dass du den in dein Leben integrierst, dass du jetzt die Chance hast, diesen Gedanken weiterzudenken. Und hier kommt die Chance der Münzen. In Verbindung mit der Wunscherfüllung der Neun der Münzen ist das eine unfassbar schöne Kombination.
Aber sie ist so gefallen, sie ist in Schieflage gefallen. Und das bedeutet übrigens bei allen Karten, die hier liegen, es kommt in Bewegung. Und zwar, es ist so, dass die Karten nicht verkehrt herumliegen, wie ich sagte, dass sie das Gegenteil bedeuten. Nein, hier kommt etwas in Bewegung. Bis es so ist, dauert es noch ein bisschen. Aber es hat sich ja schon mal gedreht. Und es muss jetzt nur noch eine halbe Drehung sein, dass es eben in der richtigen Lage ist. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass hier etwas nicht kommt. Und ich fühle es ganz deutlich, dass die Störche, dass die schon unterwegs sind. Und dass die Störche tatsächlich in ihrem Nest diesen Blumenstrauß mit einbauen. Die Störche stehen für die positive Veränderung. Und ihr wisst selbst, wenn die Störche auf einem Dach ein Nest bauen, dann heißt es hier in diesem Haus ist Glück. Es heißt aber auch, die Störche, die kommen jedes Jahr an die gleiche Stelle, um ihr Nest wieder zu bauen. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass sie ein Leben lang zusammenbleiben. Dass sie jedes Jahr an dieselbe Stelle kommen. Störche stehen für die Sicherheit. Die Sicherheit, dass es nächstes Jahr noch genauso ist wie im letzten Jahr. Und die Wunscherfüllung und das Ass der Münzen, das heißt, es ist auch schon in deinem Leben und es hat sich schon verändert. Es dreht sich. Und da muss ich sagen, das ist schon weiter wie das große Glück, weil es muss nur noch so sich drehen. Es ist nur noch eine Vierteldrehung. Das ist noch eine halbe Drehung. Super interessant. Wir schauen jetzt auf die zweite Woche. In der zweiten Woche geht es ums Lehren und Lernen. Die drei der Münzen ist die Karte genau dafür, des Lehrens und des Lernens. Wir haben den Hirschen, wir haben den... Ihr Lieben, das ist dreimal dieselbe Person. Das ist der Platzhirsch. Der Platzhirsch ist jemand, das sind meine Worte, das habe ich nirgendwo gelesen oder gehört. Wenn der in einen Raum kommt, dann nimmt er diesen Raum ein. Er hat diese Präsenz und das weiß er. Das weiß er ganz genau. Und dieser Platzhirsch, dieser Hirsch ist nach oben angebunden. Und zwar ganz, ganz massiv, weit auslagend. Hier wird die Energie, die von oben geschickt wird, aufgefangen. Als nächstes habe ich den Herrn aufgewandt und genau schaut euch das an, wie der in diesem Sessel sitzt. Sehr mit sich zufrieden und das ist wunderbar. Er schaut in die Zukunft, er schaut nach rechts. Und das ist aber auch der Platzhirsch. Ein Platzhirsch ist mit sich zufrieden, weil er auch weiß, wie er wirkt. Und jetzt zeige ich euch die dritte Karte und die finde ich, die haut mich total um. Das ist der Priester. Und der Priester ist die hochspirituelle Karte. Und was hat er in der Hand? Das offene Buch. Und was hat sie in der Hand? Könnt ihr sehen, das offene Buch. Hier kommen zwei zusammen. Wie gesagt, das ist alles eine und dieselbe Person. Und er hat auch dieses Buch in der Hand, in dem die Geschichte schon neu geschrieben wird. Jetzt ist das Buch offen. Es ist bereit, dass die Geschichte anfangen kann. Das ist das Buch des Lebens. Das ist das Buch ihres Lebens, das ist das Buch seines Lebens. Ein Teil sind sie schon gemeinsam gegangen und das fühle ich hier immer und immer wieder, dass die beiden sich schon kennen. Es kann auch aus einem früheren Leben sein. Auf jeden Fall ist in dem Buch ja auch das frühere Leben beschrieben. Das heißt, auch in diesem Buch oder in ihrem Buch steht schon ein Teil ihrer Geschichte und sie wird jetzt erneuert. Jetzt wird das nächste Kapitel begonnen. Wir haben
den Pagen der Münzen. Wir haben die 2 der Münzen und wir haben die 9 der Münzen. Ganz viele Münzkarten. Und die Münzen, die stehen natürlich für die Fülle. Aber sie stehen nicht nur für die materielle Fülle. Sie stehen auch für die Zufriedenheit. Dann habe ich die Erwartung, ich habe das große Glück und den angenehmen Brief. Das große Glück haben wir hier auch. Das ist genau dieselbe Karte. Und genau das ist es, wenn ich 2-mal die Lenormand-Karten habe, 2 Decks oder 2 Decks der Kipper-Karten, wie jetzt hier, dann gibt es die Chance, dass dieses große Glück oder eine Karte 2-mal fällt. Und hier haben wir das große Glück und hier haben wir das große Glück auch. Wenn ich jetzt sehe, das hier ist die Wahrnehmung, das ist deine Wahrnehmung. Du wirst ihn jetzt treffen und du durchschaust ihn. Er wird sich dir vielleicht erst anders zeigen, aber du hast ja gelernt. Du weißt ganz genau, wie er wirkt, wie er auf andere wirkt, wie er rüberkommen möchte. Dieser Platzhirsch, der weiß genau, was er tut. Mit dem Pagen der Münzen kommt hier eine neue, frische, junge Energie. Und hier haben wir ja auch die Münzkarten. Wir haben den Pagen, die 2 der Münze, die 9 der Münze, die 3 der Münzen, ganz, ganz viele Münzkarten. Hier steht die Fülle an. Die Fülle an Emotionen. Hier gibt es einen Wandel der Fülle. Durch diesen neuen Gedanken, durch diesen neuen, frischen, jungen Impuls, der jetzt kommt. Vielleicht hast du eine neue Idee, wenn du Schneiderin bist, wie du eine Jacke kreieren möchtest, die dann nachher unfassbar gut ankommt. Und dann gibt es den Wandel von deinem jetzigen finanziellen Rahmen in den neuen. Und wir haben hier mit den 9 der Münzen die Wunscherfüllung. Und ich weiß, die 9 der Kelche ist die Wunscherfüllung, aber bei mir ist es auch die 9 der Münzen. Und hier haben wir sie auch. Und hier ist sie ja noch so. Das heißt also im nächsten Schritt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, im nächsten Schritt öffnet dieser Priester, dieser Herr das Buch oder auch die Dame und es wird hier dieser Schnitt, dieser, wie nennt man das denn, aufgeschrieben. Das ist der Start in dein neues Leben. Und du hast die Erwartung daran, du hast die Erwartung oder andersrum, du weißt einfach, dass es passiert. Ihr lieben Wasserzeichen, du weißt es einfach, du spürst es, dass wenn du diese Jacke nähst, dass es wirklich was Gutes ist oder wenn du einen Roman schreibst und du hast den Anfang gefangen und du weißt ganz genau, dieser Roman, der bricht alle Rekorde. Du weißt es einfach. Und das ist dein großes Glück und das ist die Gegenwart. Das heißt, das hier ist schon passiert. In der Gegenwart kommt dieser Wandel. Das, was du kreieren wolltest, diese neue, frische, junge Energie, die ist schon am Laufen. Und das kommt jetzt, dieser Wandel ins große Glück. Und dann gehst du in die finanzielle Wunscherfüllung. Und dann kommt hier mit dem angenehmen Brief, das ist vielleicht die erste Seite des neuen Kapitels. Aber insgesamt ist die ganze zweite Woche im Juli, das legt mich nicht so fest auf diese zweite Woche, das kann auch davor oder danach sein, es wird aber deine Lernaufgabe sein. Und du wirst aus dieser zweiten Woche rausgehen und sagen, ja, jetzt weiß ich, wie ich es machen soll. Jetzt endlich, ich habe so lange gesucht und jetzt weiß ich, was ich tun kann. Ihr Lieben, wir kommen in die Woche vom 18. bis 24. Juli 2022 und da haben wir die männliche Hauptperson, es kann auch die weibliche sein. Wir haben die weibliche Hauptperson, die auf den Priester schaut, die auf sich schaut, das ist ja wirklich der Hammer. Dann haben wir die Lilien und wir haben schon wieder die positive Veränderung. Die Lilien ist immer die Karte der Familie, der Sexualität, der Harmonie. Und hier geht es für die beiden in die Harmonie, in die positive Veränderung. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Die 10 der Stäbe, wir haben den Tod und wir haben das Ass der Münzen.
Der Tod ist gar keine schlechte Karte. Ganz im Gegenteil. Hier, und es steht Tod und Wiedergeburt drauf. Könnt ihr es sehen? Und die 10 der Stäbe, die Belastung, dieses Burnout, hört auf. Diese Frau ist mit ihrem Koffer und mit ihren paar Sachen auf dem Weg raus aus diesen Stabkarten, aus dieser Belastung, aus dieser Einöde. Und es ist hier das, was stirbt. Und die Wiedergeburt, und das ist ja der Hammer. Schaut euch mal an, diese Münze ist eingebuddelt worden und sie hat Wurzeln gezogen. Und jetzt kommt die Münze raus und das ist die Wiedergeburt. Und mit dem Ass gibt es ja die Chancen, hatte ich ja eben schon gesagt. Das Ass sind immer die Chancen. Das ist ja der Hammer, wie das hier miteinander, wie die Karten miteinander sprechen. Die Gemeinschaft, der lange Weg und wir haben die Krankheit. So, und jetzt haben wir die Karte hier, die eben auf diese Woche geht, aber eben auch auf die andere. Und da haben wir die Liebenden. Und ich möchte die einfach mal so drauf tun. Der Tod ist die zentrale Karte dieser dritten Woche. Aber es soll ja, das hier soll ja nicht mehr weiter bestehen. Egal, wie du es nennen willst. Ich könnte jetzt sagen, es soll sterben, es soll begraben werden, es soll enden. Hier, das soll enden. Genauso möchte ich sagen. Und die Chancen auf den Neubeginn, auf den materiellen, auf den Fülle-Neubeginn, das soll jetzt kommen. Und das geht in die positive Veränderung. Und die Krankheit, schaut euch das an. Die Krankheit hört auf zu existieren. Die Liebenden haben eine solche Kraft, dass sie die Krankheit heilen. Und der lange Weg ist zu Ende. Ein langer Weg. Und hier haben wir ganz viele Schmetterlinge. Und die Schmetterlinge stehen für die Transformation. Und sie fliegen ja raus aus dem Wald. Und das Schöne ist, sie sind nicht allein. Du bist nicht alleine. Du hast jemanden hier an deiner Seite und du wirst in der Öffentlichkeit anerkannt. Das ist, ich bin, also, ja, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte in der Zusammensetzung dieser Karten. Und über allem steht die Hauptperson, egal ob männlich oder weiblich, diese dritte Woche hat diese Hauptperson immer Präsenz. Schön. Ich wünsche wirklich euch allen, dass ihr dabei seid, aber ihr wisst, das könnt ihr nicht. Es kann nicht in jedem Orakel jeder dabei sein, das geht gar nicht. Wir schauen mal auf die vierte Woche. Da haben wir den Eisbär und jetzt gucke ich auch mal drunter und das Schiff. Und ich spüre ganz deutlich, wie dieses Schiff hier, das ist nicht in der Luft, dieses Schiff ist im Wasser und es ist in diesem kalten Wasser. Und der Eisbär hat praktisch einen Gurt um sich herum und ich arbeite ja mit Visionen und ich sehe es, wie dieser Gurt hier an dem Schiff befestigt ist. Und dieser Eisbär zieht dieses Schiff aus dem Eiswasser. Und das Schiff steht auch ganz oft für das Past Life, ihr Lieben. Da habe ich das Portal, wir haben die Schnecken und wir haben die Wolken. Wir sind in der vierten Woche. Das ist die Woche vom 25. bis 31. Wir haben den König der Schwerter. Es ist die 10 der Kelche und es ist der Sieg. Der Sieg ist auch bei den Steinböcken oder bei den Erdzeichen zweimal aufgetreten. Dann haben wir hier den guten Herrn. Wir haben die trüben Gedanken und schon wieder die Erwartungen. Und hier hat über dem guten Herrn die Liebenden auch gelegen. Also einmal über die Krankheiten, einmal über den guten Herrn. Zentrale Karte ist die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche
ist die, also die 9 der Kelche ist ja schon die Wunscherfüllung und die 10 der Kelche, die toppt das noch mit einem. Da ist noch einer mehr drauf. Also noch mehr Emotionen, noch mehr Liebe, noch mehr Fülle, noch mehr Leichtigkeit, noch mehr Beschwingtheit geht gar nicht. Und der König der Schwerter mit seiner Schwertenergie ist er voll in seinem Verstand. Aber ganz klar, er weiß genau, was er will. Und diese Kombination, die ist enorm. Der König der Schwerter ist mit den 10 der Kelchen der absolute Sieg. Und das auf Herzebene, ihr Lieben. Über dem König der Schwerter ist das Portal. Und er hat mit diesem Schwert das Portal leicht geöffnet. Und das könnt ihr sehen. Und er hat schon den Kopf reingesteckt. Er hat schon mal geschaut, was ist hinter dem Portal. Und da sieht er noch die Wolken, weil es einfach noch nicht so weit ist. Das geht schon im Schneckentempo hier. Aber dieser gute Herr, der hat durch diese Krankheit auch diese trüben Gedanken. Und hier sind wir wieder bei der Erwartung. Wie ich, wo war es hier, gesagt habe. Es ist die Karte des Wartens. Und es ist jetzt auch einfach die Zeit, wo das Warten vorbei ist. Wo das Buch sich öffnet, wo der Samen gezogen werden kann. Wo der Tod das Alte beendet. In der 4. Woche kommt hier mit dem König der Schwerter oder der Königin der Schwerter, den 10 der Kelchen und dem Sieg, geht ihr durch dieses Portal. Und dieser Eisbär, das spüre ich ganz deutlich, der zieht dieses Boot an Land oder dieses Schiff an Land und er verwandelt sich in den Braunbären. Er kommt aus diesem kalten, eisigen Wasser raus und er geht in die Energie des Braunbären. Kräftig, stark, ein Mentor. Oft wird er mit der Mutter oder mit dem Vater verglichen, das habe ich aber hier überhaupt nicht. Wenn das für dich so ist, dann ist das auch in Ordnung. Aber hier kommt ihr an. Hier kommt ihr an und der Sieg ist der nächste Schritt. Zuerst ist es der König oder die Königin der Schwerter, in der Vergangenheit schon, die durch das Tor geschaut hat. In der Gegenwart kommt jetzt mit dem Ass der Münzen, mit den 9 der Münzen, mit den 9 der Münzen, mit dem Ass der Münzen, hier haben wir es auch nochmal, ganz viele Münzkarten. Wir haben das große Glück zweimal, wir haben die Königin der Kelche zweimal. Geht ihr durch das Tor in der 4. Juliwoche. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, ob das, was auf euch zugetroffen hat. Und auch wenn es nicht auf euch zugetroffen hat, schreibt mir mal, wie euch diese Legung hier gefällt. Das würde mich schon sehr interessieren. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich hier noch die drei Stapel. Ich will mal den Eisbären noch mal da oben drauf legen, weil er hat ja oben drauf gelegen. Und zwar, na, seht ihr, die wollte aber auch gesehen werden. Das Hobby. Das Hobby und der Fuchs. Und der Fuchs schaut auch in das Hobby rein. Und hier geht es, und ich spüre es ganz deutlich, um dein Hobby, was immer das ist. Ich habe eben das Nähen angesprochen, ich habe aber auch das Schreiben angesprochen. Wenn du aber gerne Karten liegst, dann gehst du jetzt in den Sieg mit den Karten. Wundervoll. In der Herzebene haben wir die 7 der Stäbe und das ist so eine schöne Karte. Schaut sie euch an. Sie sitzt auf ihrem Kissen, ist in ihrer Blase, ist ganz bei sich und diese 7 Angriffe bekommt sie gar nicht mit. Wehrt sie ab. Aber nicht, und das möchte ich mal ganz deutlich sagen, aus Arroganz oder weil es ihr nicht das wert ist. Nein, sondern weil sie einfach bei sich ist. Ganz tief in sich gekehrt.
Und das ist jetzt die letzte Karte. Das ist die Karte des Endergebnisses. Und ich möchte fast sagen, es ist die letzte Karte. Sie wird dieses Orakel wirklich beenden. Für meine lieben Wasserzeichen, Fische, Krebse und Skorpione. Ich bin gespannt, wir schauen rein. Und wir haben hier den Todesfall in Kopflage. Hier ist schon etwas begraben. Das ist schon passiert. Eine wirklich tolle und interessante Legung, das muss ich echt sagen. Ich danke euch von Herzen, dass ihr euch das angesehen habt, dass ihr es bis zum Schluss angesehen habt. Es dauert ja doch immer ein bisschen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder abonniert mich und klickt noch auf das Glöckchen, damit ihr eben informiert werdet, wenn ich ein neues Video hochstelle. Oder vielleicht wollt ihr es auch teilen. Vielleicht wollt ihr jemand anderem, einem anderen Wasserzeichen sagen, hör mal hier, das ist deine Legung für Juli. Ich danke euch, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.